Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Survivors Beta 3 mit dem Malte. Hallo. Der gerade ist, ja, man versteht's. Und ich mache Klick und jetzt connecten wir. Ja, 2 von 4, perfekt. Eben bin weniger als einer Minute draufgegangen. Ja, okay. Das war peinlich. Gut, ich dann. Ich bin jetzt mal nett und esse nicht, sonst hört man das ja die ganze Zeit. So, wir gehen in diese Richtung hier. Auf geht's, ich gehe rückwärts. Vielleicht kommen wir wieder zum Flugzeug und dann, ja. Yo. Hoffentlich sterbe ich diesmal nicht in 10 Sekunden. Ich gucke. Boah, ich hasse dieses Spiel einfach nur. Das ist einfach busy blöd programmiert, muss man schon sagen. Ich hasse, dass man sich so komisch nur umdrehen kann. Ey. Dass man quasi, ja. Wenn man erstmal hinguckt, dass man dann erstmal eine Ewigkeit hinguckt, bevor man sich wieder wegdrehen ja, kann. Ja, genau. Das hasse ich an dem Spiel auch. Also. Ach, muss ja so sein, damit es gruseliger ist. Aber ich meine. Ich bin vorgerannt hier, Stefan, du bist viel zu langsam. Oh, hier ist ein Weg. Ja, dann folgen wir dem einfach mal. Aber ich finde, auf dem Weg, da findet man viel, viel weniger Zettel als so. Ach so, okay, dann gehen wir wieder hier rein. Ah, ich habe was gefunden. Was? Was, Stefan? Ich weiß, wo die Seite ist. Die buggt überall. Ah, ich hab die gefunden. Ja. Sehr gut. Und? Er ist noch nicht da, okay. Hier in der. Wenn ich einmal richtig loslege, dann findet man direkt alles. Ach, da bist du, okay. So. Ich renne dir mal hinterher. Ich kann eh gleich nicht mehr rennen, aber ich renne mal. Ach ja. So, guck dich mal nach hinten um, ob du ihn siehst. Wow. Oh. Oh, da ist der Wolf, der chillt da. Hinter mir? Siehst du ihn? Nein, der chillt vor mir hinterm Baum. Echt? Ey yo, Kollege, ja, da ist er. Ey yo, siehst du ihn? Nein. Da! Wo? Oh, ja, ich sehe ihn. Wir sollten weg. Lol, wow. Oh oh. Der hat mich nicht angeschrien, oh, das war knapp. Ja, wenn du die Augen nicht siehst, dann schreit er dich nicht an. Wohin rennst du? Ich bin hinter dir. Ja, ich war Angst. Ah, da, ich hab den Berg gefunden. Ah ja, gut, dann ab zum Berg. Und ich rate dir nicht die ganze Zeit zu rennen. Und der vorne ist, der sollte sich ab und zu mal umdrehen, um den anderen zu sagen, ob er rennen soll oder nicht. Ich bin auch Arschleck, dass du mich umdrehst, Alter. Du stirbst dabei nicht, du stirbst dabei nicht. Siehst du ihn? Doch, wenn er sich... Nein. Gut, weil so können wir uns optimale Deckung geben, weil so weiß ich, wann ich genau rennen muss, damit er mich nicht bekommt, weil der teleportiert sich ja, was denn... Ja, dann siehst du ihn ja vor mir, dann lässt mich sterben und rennt schnell weg. Nein, das reicht nicht. Was bringt's mir, wenn du stirbst? Keine Ahnung. Ich sterbe immer als erstes, aber und alleine traue ich mich eh nicht weiter. Ja, ich hab da meistens den Gott. Oh, kack, ich kann nicht mehr rennen. Ist er hinter mir? Nein, ich sehe dich nicht mal. Ich bin hier. Ich sehe nur dein Licht. Ah. Geh mal zum Berg. Lol, wo ist der Berg hin? Er ist verschwunden. Ich mein's ernst, er ist weg. Achso, ich bin auch, da ist er ja. Fail. Ich bin ganz in die falsche Richtung gelaufen. Der Berg ist verschwunden. So, ich glaube, ich bin da. Na, ah, ich sehe ihn nicht, also den Wolf. Ich auch nicht. Gut, das heißt... ich bin gerade voll mutig irgendwie. Jetzt, wo mein Magen gefüllt ist, bin ich viel mutiger. Okay. Also muss der Magen gefüllt sein, bevor man Horror-Games zockt, okay. Das merke ich mir. Dann hab ich gar keine Angst. Das merke ich mir für Outlast Whistleblower. Vorher erstmal irgendwas essen und dann. Oh, warte, so. Wow! Wow! Okay. Er ist hinter mir, ne? Ja, aber ja, immer noch. Ich sehe ihn, aber der ist richtig weit weg. Ah, und nein, ich habe schon wieder Licht. Er hat sich geportet. Okay. Oh, ich hasse diese Lichtbugs einfach, die sind so behindert. Warte, aus. So, wo geht's jetzt hin? Ne, einfach quer fällt. Ich glaube, laufen einfach geradeaus. Diese Richtung des Berges sagen bestimmt, dass man einfach nur geradeaus laufen muss für den Zettel. Hm. Ich rate dir nicht die ganze Zeit zu rennen, aber okay. Warum denn? Ah, oh, ich habe Zettel gefunden. Siehst du, ich hatte recht. Du hast einen Zettel gefunden? Ja. Wo ist da bitte? Ah ja, stimmt. Da sieht man ihn buggen. Wo sind wir? Ey, wir sind hier. Von hier gibt's eine Richtung, wo man zum Dingsbums kommt, ne? Zu diesen, wie heißen die Dinger? Paletten. Ich glaube hier irgendwo oder so. Wir sind hier dem Weg folgen. Wo ist hier der Weg? Okay, er ist nicht hinter uns. Oder zumindest habe ich ihn nicht gesehen. Da. Hier, ich folge dem Weg, wie du gesagt hast. Ja, genau. Oh. Oh! Er ist vor uns, okay. Dann sollten wir hier erstmal querfeld ein. Wo bist du hinter mir? Ah, da bist du, hallo. Ich warte, dass er sich portet. Portet er sich so genau vor dich, du bist tot. Der bewegt sich voll.
Oh, jetzt schreit er mich an. Mich noch nicht. Ja, es. Oh! Ein... Lauf einfach an dem vorbei. Okay. Oh, jetzt hat er sich geportet. Wo ist er? Keine Ahnung, wo ist er auf jeden Fall. Hier ist der Weg, hier ist der Weg. Ist ja wie gut, ich bin hier ausgetrickst, diesen blöden Wall. Genau. Okay, jetzt müssen wir nur noch gucken, damit wir hier überleben. Ah, oh, der ist schon vor mir. Hab ich gerade nicht gesehen, okay. Ich lauf's gut, aber. Ich sehe ihn wieder nicht. Ja, nicht. Oh doch, rechts. Er ist rechts. Ah ja, ich habe gerade seine Augen gesehen. Er hat mich angeschrien. Seine, oh, ich find's grad nicht mehr. Seine süßen Äuglein. So. Oh Mann, Stefan, deine Tipps sind echt nicht gerade die besten. Mann, der Weg hört sogar schon auf, hä? Ja, aber hier geht's. Oh, ich kann. Oh, doch, ich kann noch ein bisschen rennen. Hier geht's. Ich hoffe, ich habe einen neuen Weg gefunden. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ja, also wohl irgendwo irgendwelche Wege. Vielleicht sind wir auch in die falsche Richtung gegangen. Naja, egal. So. Okay, er ist nicht hinter uns. Sonst habe ich ihn nicht gesehen. Wahrscheinlich chillt er nur hinter irgendeinem Baum oder so. Zellulite. Toll, ey, warum müssen die mal so kack groß werden? Ich will einfach, dass es 5 Meter nebeneinander steht. Das wäre schön. Ich sehe ihn nicht. Toll, ich mache jetzt mal wieder meinen Plan, ja? Dann finden wir auch mal wieder was. Okay, wo bist du jetzt hin? Siehst du mich nicht? Ah, doch, 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 ja, ich sehe dich. Hey, da ist ein Zettel. Ah. Cool, ich kann nicht mehr rennen. Hier hinten, bei mir. Siehst du mich? Junge, was bin ich bitte schön für ein Pro, Alter? Das ist ja nicht mal noch. Oh. Der ist hinter dir. Echt? Ja. Oh, kack. Ich kann nicht rennen. Oh, fuck, der ist genau links von dir. Oh. Bist du tot? Ja. Scheiße. Jetzt habe ich wieder Angst. Ich kann nicht, pack mich einfach auf den Berg hoch. Genau. Hey. Musst du erstmal finden. Ich dachte, du wärst auch tot. Nein. Ah. Ja. Ich bin ja ganz schnell nach rechts weggezogen. Mm. Ja, weil du hast gesagt, der ist direkt hinter mir und da habe ich nur die Hälfte von ihm gesehen. Dann dachte ich, oh cool, der schreit mich ja gar nicht an, aber dann hat er sich direkt vor mich geportet. Oh, da ist tot. Von mir. Fuck, da war der direkt. Der will nicht, dass ich da links hingehe. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich hoffe, danach ist auf rechts nach. Und ich renne jetzt auch nicht mehr, sonst ich habe zu viel Schiss. Du solltest aber hin und wieder mal ein bisschen sprinten. Bringt doch gar nicht, der portet sich doch eh diese Pussy. Ja, okay, aber wenn du gar nicht sprintest, dann portet er sich erst recht vor dich und dann bist du auch tot. Toll, da ist der Berg, falsche Richtung, ey, hier lang. Ich hab meine Taktik verloren. Stell dir vor, jetzt gewinnst du das noch so. Findest jetzt nein, 10 Sekunden. So lange halte ich von der Psyche. Oh! Ach ja. Hörst du denn eigentlich schreien? Ja, ich höre das. Also ihn, meinst du, den Wolf? Ja, das höre ich auch. Man hört euch beide schreien. Aber da ich sozusagen Skype lauter gestellt habe als Survivor's Beta 3, bist du lauter als der Wolf, also. So, meine Taktik wieder eingesetzt hier. Schade, dass ich mich sozusagen nicht frei bewegen kann mit der Kamera, sonst könnte ich dir immer sagen, ob er hinter dir ist oder nicht. Oh! Ey, yo, Kollege, bist du... Fail. Ja, geile Runde, muss man auf jeden Fall schon sagen, ja. You are all dead. Okay, gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Runde von Survivor's Beta 3. Wir haben 4 von 11 Zettel geschafft. Schaffen wir es in der nächsten Aufnahme, mehr Zettel zu bekommen oder nicht? Mindestens 7. Ja, genau, das müssen wir toppen. Egal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Tschüss.